Vor dem Haus der Galottis hört Piero, ein Diener der Familie Galotti, jemanden seinen Namen rufen. Psst, Piero. Hey, Piero. Ein Bekannter? Oh shit, Angelo, hast du nicht letztens jemand umgebracht und wirst jetzt in der ganzen Stadt gesucht? Auf dich ist sogar ein Kopfgeld ausgesetzt. Das du dir doch nicht verdienen willst, oder? Nee, lass mal stecken. Was willst du? Ich hab hier noch deinen Anteil. Mein Anteil? Weißt noch, dieser Deutsche? Psst, nicht so laut. Dein voriger Herr, den du für uns in die Falle gelockt hast. Hier, es gehört dir. Auf euer dreckiges Geld kann ich verzichten. Nun, dann gehe ich mal wieder. Moment. Spuck's aus, was willst du? Die Galotti heiratet doch heute den Grafen Appiani. Wann fahren sie nach Sabionetta? Gegen Mittag. Wie viele Leute? Nur die Mutter, die Tochter und der Graf. Und Diener? Zwei Diener. Und ich reite mit dem Pferd voraus. Aber ihr wollt doch nicht. Nein, wir doch nicht. Ach ja, Piero. Falls du plauderst und später irgendwas nicht mit deinen Angaben übereinstimmt, nun... Ja geil, jetzt muss ich mir schon wieder einen neuen Herren suchen. Scheiß Leben.